Funktioniert doch noch. Hallo und willkommen zur heutigen kleinen Aufnahmesession mit mir alleine bei Night of the Dead. Ich sehe schon wieder, das Ganze ist ein bisschen anlecken. Ja, eindeutig. Sorry dafür. Ich muss wohl nochmal mit den Einstellungen ein bisschen rumspielen. Also die Kamera läuft noch nicht ganz synchron. Ja, aber ich sage euch schon mal auf diesem Weg Hallo dann einfach und ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass es alles ein bisschen später läuft. Also, ich habe für das heutige Special, weil wir so kurz vor der nächsten Zombie-Nacht waren, einfach mal die die Nachtwave mal ausgeschaltet auf dem Server. Ich hoffe, das hat auch geklappt, weil ich habe auch versucht, die Zeit zurückzustellen, einfach auf morgens, Tag 28, sodass wir die Wave Nummer 28 einfach weiterhin machen können. Aber das hat nicht funktioniert. Anscheinend haben sie den Time-2-Befehl irgendwann mal rausgepatcht. Ich weiß, ob er in der Vergangenheit funktioniert hat, weil ich den schon mal getestet habe. Aber anscheinend funktioniert er, warum auch immer, jetzt nicht mehr. So, also, ich hoffe mal einfach, das hat funktioniert. Also, es gab eine Anfrage, und zwar vom Oliver, der ich mit dieser Folge einfach mal nachkommen möchte. Und zwar hat er so schön gesagt, du, man hat langsam überhaupt keinen Überblick mehr, was ihr da eigentlich in der Base habt und wie das eigentlich abläuft und wie die Wege denn sind und so weiter. Und ne, ich habe dann gesagt, ja, kann ich dir denn helfen? Und meine Idee war dann einfach, ich zeige euch nochmal die Base. Und deswegen hoffe ich, dass das mit der Wave jetzt nicht passiert. Aber wenn, dann dürfte ja nur für eine Person kommen. Normal müsste das Spiel sich ja danach richten. Klopf auf Holz. So, und ich zeige euch nochmal die Base, so wie sie jetzt fertig ist. Stand jetzt. So, Stand jetzt, den Teil, den ihr kennt, ist ja quasi, ich guck mal gerade, da ist nichts drin. Nur für den Fall der Fälle, dass doch was kommt. Ich lade mal hier zumindest schon mal. Ist eigentlich irgendwas alles nehmen? Nein. So, lade ich schon mal die Basilisk zumindest. So, also das ist ja den Teil, den alle kennen. Das ist ja die eigentliche Hauptbase. So, wovon wir aber diesen linken Teil, ich sehe gerade, der Versorgungsgang, der linke steht auch noch. Okay. Wovon dieser linke Teil eigentlich jetzt momentan außer Betrieb ist. Das heißt also, da passiert gar nichts. Ja, der wird gar nicht benutzt. Das sieht ihr auch, die Gänge sind komplett leer. Die Trennwände, die wir ja benutzt haben für die Special-Episode, wo wir dann einfach mal die Fallen miteinander vergleichen wollen, was ja gar nicht funktioniert hat, ist quasi leergeräumt worden, weil wir die ganzen Fallenmaschinen einfach gebraucht haben, für jetzt den Rechengang so weit hochzurüsten, dass er die normalen Wellen halb auf, auch alleine aushält, ohne dass man halt diese Verteilung von linken auf rechten Gang hat. Und das hat ja auch soweit einigermaßen geklappt. Das ist noch nicht ganz ideal, das wissen wir auch, da werden wir auch noch weiter aufrüsten. Aber so momentan ist halt der Stand der Dinge. Der linke Gang ist komplett außer Betrieb. Ich glaube, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, ich glaube seit 2 Nächte. Kann aber auch erst seit einer sein. So, gut. Die Katapulte, die hier oben stehen, benutzen wir momentan auch nicht, weil natürlich hier dieser Anbau von Max, das ist ja hier vorne der Anbau, der ist dafür komplett im Weg. Also der wird dann natürlich beschädigt, deswegen haben wir auch die Katapulte nicht mehr im Betrieb momentan, aber auch schon seit mehreren Nächten, seitdem es diesen Anbau da vorne gibt, benutzen wir die nicht mehr. Genauso wie die Flammenwerfer, die benutzen wir momentan auch nicht. Das heißt, die ganze Konstruktion der Base basiert einzig und alleine auf die Fallen selber momentan. Ohne irgendwelche Entfernungswaffen. Langstreckenwaffen. Das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. So, wir gehen mal fast daneben gesprungen. Gehen mal hier rüber. Ich hoffe, das klappt, dass ich. Jo. So, also wie ihr seht, wir haben hier auch schon mal angefangen umzubauen, das ist aber nie wirklich umgesetzt worden. Oh, da habe ich nicht mehr genug Holzen dabei. Super. So, ich lasse nochmal zurück. Ja,
hatten hier dooferweise das Geländer im Weg gestellt. Ich weiß nicht, wie es unten ausschaut mit der. Das ist doch mal ein geiler Fail, oder? Da würde so mancher sich doch drüber freuen, wenn er sowas doch mal in so einem kalten Pech und Pannen sein kann. Halt! Ganz außen rumlaufen. Hier, wie gesagt, funktionierte das. Alles nehmen. Hier funktioniert ja. Ist ja noch nicht der Versorgungsgang für die Katapulte, wo sie anfangs standen, abgebaut. Hier ist ja noch alles im ursprünglichen Zustand. Die Zwischendecke haben wir aber schon. Warum ist hier noch Stein? Die Zwischendecke ist aber schon abgerissen. Also. Ihr seht, das wird auch noch abgerissen. Da haben wir einfach noch nicht die Zeit für gehabt. Versuchen wir es nochmal. Gezielter Sprung. Ja. So, damit kann ich da hinten die Katapulte wenigstens noch einmal laden. Falls eine Wave kommt. Aber wie gesagt, ich habe es eigentlich serverseitig ausgeschaltet. Das sollte eigentlich nicht passieren. Aber ich vertraue diesem Spiel nicht. Muss ich ehrlich sagen. So, also, ich habe tatsächlich eben einen kleinen Fehlsprung gemacht. Den habe ich jetzt mal kurzerhand rausgeschnitten, weil er mir zu peinlich war, muss ich ehrlich sagen. So, also, das ist die Base. Quasi der alte Teil der Base. Der ist jetzt aber außer Betrieb. Das wird der ganz neue Teil der Base da oben. Und das hier, ich klettere mal hier drüber. Na komm. So. Das hier ist auch der alte Teil der Base. Ne? Nur da haben wir jetzt was dran gebaut. Also, wie ist der Weg der Zombies jetzt aktuell? Die Zombies kommen hier runter, laufen hier in die Base rein. Ne? Hier müssen noch die Wände zurück eingezogen werden. Hier waren anfangs Wände, sodass sie quasi im Zickzack laufen mussten. Das haben wir noch nicht geschafft. Das heißt, die gingen hier rein. Ja, ging dann hier so im Zickzack durch. Wurden von der Seite hier mit den Basilisken beschossen. Ja, und wurden dann hier so langsam zusammengefiltert. Ne? Deswegen auch hier die Schneidewerke an den Seiten, sodass quasi durch das Gedränge sie einfach zusätzlichen Schaden nehmen. Dann kommen sie hier in diesen Hauptteil von Max, seinen Base-Teil, den wir ja auch ausgiebig getestet haben in den letzten Folgen. Da sind also Spikes von unten und auch nochmal Pendel von oben. Und auch hier laufen sie zickzack durch. Ne? Hier haben sie so ein bisschen Zeit, sich wieder auseinander zu wuchern. Bleiben natürlich aufgrund dessen, weil die Verengung hier wieder ist, eine Zeit lang hängen. Also hier werden sie dann ordentlich von den Pendeln, die hier drüber sind, von den Spikes, die hier drunter sind, also ordentlich bearbeitet. Hier an den Seiten sind auch noch Schneidewerke hinter diesen Gittern. Ja, und die Gitter haben wir extra gemacht, damit man quasi von der Seite einfach zugucken kann, was dahinter passiert. Na, und da werden sie also auch nochmal zusätzlich Schaden hervorgerufen. So, bisher bei Max seine Base war es also so, dass hier eine Mauer war. Das heißt, hier war Ende, die kamen hier gar nicht raus. Die Meatbait war quasi hier drüber. Und da haben sie dann eben halt letztendlich ordentlich Schaden genommen. Und das hat auch bisher immer gehalten quasi, außer ganz am Anfang, wo wir dann den einen oder anderen Konstruktionsfehler gemacht haben. Aber am Ende hin hat sie ja ihren Test bestanden. So, damit wir aber in Ruhe an diesen ganz neuen Teil der Base bauen könnten, haben wir gesagt, so, wir müssen da jetzt einen einzigen Way of Torture machen, sodass die Zombies es einfach, wie soll ich sagen, einfach durch die alte Base so beschädigt werden, sodass wir im Prinzip erstmal mit dieser Konstruktion hinkommen und uns rein um die neue Konstruktion kümmern können. So, dadurch haben wir dann diese Wand hier eingerissen, haben das Ganze also geöffnet. Die Zombies verlaufen jetzt hier also geradeaus, laufen hier nochmals durch die Propeller. Hier könnte man noch ein paar Basilisken rechts und links stellen. Ne, haben jetzt also zwei Reihen Propeller hier durch, haben Pendel oben drüber. Hier kommen sie durch die Guillotine.
laufen hier runter. Das ist also quasi so eine Art Verbindungsgang und kommen dann hier zur Aston Meatbait. Das heißt also, es gibt quasi hier in dieser Konstruktion ist vorgesehen, dass während den Zombie-Nächten 3 Meatbaits eingesetzt werden, die alle von vornherein stehen, aber dadurch, dass ja die Zombies eine Entfernungsvariante drin haben, das heißt also, sie richten sich danach, was ist jetzt für mich interessant? Habe ich eine Meatbait in der Nähe, kümmern sie sich nicht um die um die Base selber. Das heißt, die Idee, die dahinter stand, einfach die Zombies weit genug reinzulocken, sodass sie sich nicht um die Base kümmern, aber trotzdem den kompletten Way of Torture durchlaufen. Das war der Hintergrund dieser Idee. Und das hat auch in der letzten Zombie-Nacht hervorragend funktioniert, muss man ja ehrlich sagen. Nur ganz am Ende, hier muss ich noch was reparieren, ich habe aber jetzt kein Material dabei. Ganz am Ende war es dann tatsächlich so, dass sie wirklich bis zum Ende durchgekommen sind. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir dann halb unsere Ressourcen besser verteilen, dass die Fallen besser dann funktionieren und dass das beim nächsten Mal dann auch nicht mehr so ist. Aber ich muss ja jetzt sagen, übernächstes Mal, weil die Zombie-Nacht 28 haben wir ja gerade ausfallen lassen. So, also, die laufen dann hier durch, hier kommen sie zur ersten Meatbait-Falle, sammeln sich hier und werden natürlich hier von diesen dutzenden Schnitzelwerken ordentlich behakt. Das hat eigentlich letztes Mal bis wirklich fast bis zum Ende der Zombie-Nacht eigentlich so schon gereicht. Also die Zombies gingen bis hier, gingen gar nicht erst weiter. Und erst ganz zum Ende, wenn die Schlusswelle kommt, dann fangen sie an, wirklich dann hier über diesen Gang, das ist dann der Gang von der alten Base, weiter durchzudringen nach vorne. Und hier haben wir die Oliver-Verengung, denn es jetzt mal ganz ehrlich benutzt. Das heißt also, weil Oliver sagt so schön, nee, ich habe das am Anfang, wir haben es jetzt am Ende gebaut, funktioniert also genauso. Das heißt, sie werden hier auf diese zwei mittleren Gänge wieder zentriert. Ja, sie gehen also nicht rechts und links vorbei, sondern gehen nur durch diese mittleren zwei Gänge, werden dann von beiden Rollen behakt. Und auch das, muss ich ganz klar sagen, hat also für die Verteidigung bis zur Endwelle dann gereicht. Also wenn die letzten starken Wellen kommen, die schaffen es also wirklich dann nur bis zur nächsten Meatbait. Ja, und ich schon wieder. Und die lag dann ganz, ganz hier hinten am Ende. Das heißt, hier müssen sie noch durch die ganzen Wellen. Hier kommen dann nochmal Schnitzelwerke. Ja, hier werden sie von den Basilisken geschossen. Wobei ich jetzt auch mal gucken kann, ob die Basilisken voll sind. Ja, die nicht ganz. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf übermorgen und so weiter. Okay. Basiliskenbalken. Ach, das sind die Betten. Ah, das sind die normalen. Das sind auch schon bessere. Okay. So. Jedenfalls, hier kommen die Zombies rein. Hier, die Tür ist zu. Das heißt also, sie haben keinen Grund, hier diesen Weg überhaupt zu gehen. Ne? Also, sie gehen gar nicht bis hier. Und wenn diese Tür zu ist, benutzen sie diesen Gang gar nicht. Man kann, das ist das, was wir ja auch bei diesen Viergänge-Tests getestet haben, tatsächlich über die Türen regulieren, welchen Weg die gehen sollen, die Zombies. Das heißt also, wenn man jetzt also diese vier Türen hatte und hat dann quasi vom linken Gang die linke Tür aufgemacht, ne, also quasi diese Konstellation. Ich müsst ihr euch vorstellen, hier ist eine Tür, ne, klar, so war es ja. Und die, dann gingen sie wirklich alle durch diesen Gang und nur durch diese Fallen, die in diesem Gang sind. Machte man hier die Tür zu und machte dann hier die Tür auf, gingen sie nur durch den Gang. Und so weiter. Also man kann tatsächlich... Also man kann tatsächlich über die Türen regulieren, welchen Weg die nehmen sollen. Was ja, wenn ihr ein bisschen kreativ da draußen seid, eine Menge interessante Spezialvarianten auslösen kann. Wie gesagt, ich hatte mal von einem erzählt, ich glaube, ein Italiener ist das, der dann wirklich hingegangen ist und hat die ganz gezielt die Zombies auf zwei Gänge verteilt. Also erst immer links, hat dann rechts die Maschinen aufgefüllt, ne? Weil er ja auch allein unterwegs war. Dann hat er die eine Tür zugemacht, die andere Tür auf. Dadurch sind die Zombies den linken Gang gegangen, sodass er umgedreht dann wieder den anderen Gang auffüllen konnte. Ich glaube, jetzt habe ich es gerade falsch rum gesagt. Ne? Also hat erst den rechten Gang zugemacht, sodass er rechts auffüllen konnte. Die sind durch den linken Gang durchgegangen. Hat er links zugemacht.
dass er links auffüllen konnte, ne, rechts auf und dann sind sie durch die rechten ganze Zeit. Und dann konnte er halt quasi ungestört im linken Gang auffüllen. Ich glaube, jetzt habe ich es immer noch nicht vernünftig erklärt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, die Zombies sind dann kurz vor der Endwelle bis hier durchgerungen. Das heißt, hier stand die nächste Meatbait. Also bis hier sind sie gekommen. Ja, und hier sind sie dann diesen Gang, als dann die Endwelle war, dann hochgegangen. Hier stand dann die letzte Meatbait hier auf diesem Betonplateau, was also noch nicht fertig aufgerüstet ist. Und ja, und da haben sie dann letztendlich, sind sie dann letztendlich gescheitert. Da sind, glaube ich, nur noch ein ganz wenige durch. So, was in Zukunft geplant ist, ist, dass sie dann von hier aus weiter durchgehen, werden dann hier reingehen. Ja, und werden dann, hier wird das alles noch ein bisschen umgebaut, ne? Hier könnt ihr außerdem, damit ihr euch das mal ein bisschen vorstellen kann, ne? Also ich stand jetzt zum Beispiel ganz oft hier, um die Maschinen dann in der Max-Variante aufzufüllen. Das war also diese Position. Später bin ich jetzt dann hier ganz oft hier diesen Gang rübergelaufen nach da drüben. Ich denke, jetzt könnt ihr euch so einigermaßen wieder orientieren. Ne? Also später soll es so sein, dann sollen die hier hochlaufen, sollen hier unten wieder runterlaufen, ne? Und sollen dann hier diesen Gang nach oben nehmen. So, das ist so in etwa das, was geplant ist. Wie das halt bautechnisch umgesetzt wird, das müssen Max und ich dann halt noch verhackstückeln. Wir sind ja quasi Zusammenbaumeister hier. Das heißt also, das hier ist, das, die hintere Base ist ja quasi durch mich kreiert worden, zusammen mit Dirk. Die vordere Base ist dann durch Max kreiert worden. Dann dieses Zusammenlaufen ist durch Max und mich kreiert worden. Und jetzt hier wieder diese Luftgestütze, die Floating Base, die ist wiederum durch Max kreiert worden. Ne? Und das ist auch der Grund, warum wir einfach gesagt haben, wir machen hier nicht weiter mit den Aufnahmen, sondern wir enden mit der heutigen Folge die Aufnahmesessions für Night of the Dead. Erstmal, bis wie gesagt Max wieder dabei ist. Dann werden wir wieder neu aufnehmen. Und ja, damit er dann quasi auch hier so wie sein Gutdenken, das ist das weiterführen könnten. Wir könnten natürlich auch so einfach weiterbauen, weil wir natürlich mit der jetzigen Base einfach die noch weit verlängern könnten. In den Zombie-Nächten, die Anzahl Zombies wird ja dadurch, dass wir nur noch zu dritt sind, dann natürlich auch wieder entsprechend kleiner ausfallen, gehe ich mal von aus, dass unsere Base das jetzt auch für die nächste Nacht auch so geschafft hätte und wahrscheinlich für die übernächste dann vielleicht eine leichte Verbesserung hätte nötig gehabt. Aber im Großen und Ganzen hätte das ja so funktioniert. Die Idee ist im Übrigen, dass wir zukünftig quasi die Zombies hier durch eine weitere Meatbait hier in diesen vorderen Bereich, das habt ihr glaube ich jetzt auch schon gesehen, hier war ursprünglich geplant eine zu bauen, das ging aber aufgrund der Pendel nicht, aber die kann man natürlich umstrukturieren, sodass das geht. Also da wird dann halt zukünftig auch hier nochmal eine Meatbait stehen, sodass sie da auch nochmal aufgehalten werden. Und ich denke, mit dieser Verzögerungstaktik kriegen die natürlich sehr viel Schaden einfach auf dem Weg nach hinten. Und dass wir so auf diesem Weg dann letztendlich schaffen, ja, die lang genug aufzuhalten, sodass wir unsere Ressourcen auch besser einteilen können und so natürlich die Zombies nur Stück für Stück nach hinten durchführen. So, das ist auf jeden Fall die Idee dahinter und das ist halt, was wir letzte Zombie-Nacht, wo der Max auch dabei war, dann auch gemacht haben und was ja auch funktioniert hat. Also von daher, ja, das, ich hoffe, Oliver, du verstehst jetzt das Ganze hier besser und für alle anderen, die es vielleicht durch das Ganze hin und her und durch das Bauen, wir haben ja auch zwischendurch nicht mehr so viel erklärt, weil wir einfach nur noch auf, ich sag mal, auf Effektivität gebaut haben. Das ist sicherlich die Erklärung vielleicht einfach mal ein bisschen untergegangen und deswegen also an dieser Stelle auch nochmal die Sondersendung, wo ich euch das Ganze ein bisschen erkläre. Ja, und deswegen auch, wie gesagt, Zombie-Nacht ausgeschaltet. Nummer 28, Nummer 29 wird natürlich dann wieder stattfinden. Und ich hoffe mal, dass wir bis dahin dann wieder ein Stückchen weiter mit der Floating Base sind. Ich denke, Nacht Nummer 29 wird dann noch ohne Floating Base sein. Und die Floating Base gibt es dann erst ab Nacht Nummer 30. So, das war ja soweit zur Vorschau. Aber ich bin natürlich hier noch nicht ganz fertig. Ich steige jetzt hier allerdings aus dem Spiel, oder? Nein, ich habe die Screenshots nicht. Also ich muss erstmal Screenshots machen, aber ich steige hier mit der Aufnahme aus. Ich mache mit der Aufnahme gleich weiter. Ich werde dann das nachholen, was ich auch noch schuldig bin. Und zwar
geht es ja darum, dass ich euch das Tagebuch ein bisschen noch weiter übersetze mit dem Ende der Story. Und ja, und wie gesagt, also wenn ihr Vorschläge habt und sagt so, probiert mal diese Bautechnik aus oder jenes und welches, schickt uns Fotos, Erklärungen, wie ihr euch das vorstellt und wir bauen das dann hier nach und probieren das gerne aus in so einen, ich sag mal, doch monstergewaltige Nacht wie Nacht Nummer 35, 36, was immer es dann sein wird, bis das euer Bau dann quasi fertig ist. So. Ansonsten werden wir uns ideentechnisch hier noch ein bisschen austoben. Da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Idee, die wir umsetzen möchten. So, also ich unterbreche jetzt hier kurz die Aufnahme, mache wie gesagt die Screenshots vom Tagebuch, die Seiten, die noch fehlen. Und ja, grüß mal Zukunfts-Ronny. So, vielen Dank für die Grüße von Vergangenheits-Ronny. Also hier ist der Zukunfts-Ronny und ich bin dafür da, um euch. Ja, Abtag oder Eintrag Nummer 4 von ja, von dem Journal, was man so in Night of the Dead findet, euch ein bisschen oder die restlichen Seiten da vorzulesen. Die ersten 3 Tage hatte ich euch ja schon vorgelesen und ja, geht jetzt mit die ersten 3 Einträge. Tage ist ja nicht richtig vorgelesen. Es geht jetzt weiter mit Eintrag Nummer 4. 13. Juli 2015, 8:13 Uhr. Ich glaube, dabei müsst ihr mich nicht sehen. Da kann ich auch ein bisschen schlänzen hier. Die Anspannung wuchs an der langsam. Die Anspannung wuchs in der Stille des Labors. Dr. Klein stand eine Weile einfach nur still da, bevor er mir schnell sagte: David, geh selbst dahin. Nehme 5 Wachen mit dir. Beeile dich. Ich bin auf meinem Weg, rief ich bereits meine Antwort, während ich weglief zu meinem Auto. Ich fuhr weg. Ich raste durch die Bergstraße und traf an dem Haupttor des Hauses des VIPs ein. Ich drückte aufdringlich die Türschelle, aber es kam keine Antwort. Doktor, was machen wir jetzt? Fragte Sergeant Richard. Ich antwortete, ohne auch nur ein wenig Zweifel: Wir brechen die Tür auf und gehen rein. Der Sergeant zögerte kurz, dann trat er die Tür mit bemerkenswerter Kraft ein. Die Szene, die sich vor unseren Augen sichtbar wurde, war schrecklich. Der Körper eines Mitarbeiters war auseinandergerissen worden und überall hin verteilt. Das ganze Haus war voll mit Blutspritzern. Fuck, folgt mir, rief ich. Der Sergeant zitterte vor dem Anblick von dem Anblick der schrecklichen Szene und kam, dadurch, dass ich ihn jetzt ansprach, wieder zu seiner Besinnung. Er gab seinen Leuten die Anweisung, reinzugehen. Doktor, warum warten Sie nicht draußen? Meinte er. Der Sergeant betrat den Raum als erstes und rief zu mir, zitternd durch das Trauma, dass ich ihm folgen sollte. Die Wachen durchsuchten das Erdgeschoss eine Weile, bevor sie in das erste Geschoss weitergingen. Kurze Zeit später hörte ich die Stimmen von Menschen, gefolgt von Schüssen und einen Schrei. Ich wurde wach, als ich die Schritte von der Treppe hören konnte. Jetzt muss man natürlich immer sagen, dass natürlich auch die Entwickler keine Engländer sind, ne? Also nicht Native Speaking und es sind der ein oder andere Tippfehler auch damit drin. Warum ist das jetzt ein Standbild? Muss ich nicht verstehen. Also von daher, das sieht scheiße aus. Von daher kann sein, dass der letzte Satz einfach nicht richtig jetzt, zwar richtig übersetzt war, aber nicht so gemeint war. Und vielleicht irgendwas heißt im Sinne, ich hielt inne, als ich die Schritte von der Treppe hörte. Oder sowas ähnliches. Das würde eher passen. However. Eintrag Nummer 5. 13. Juli 2015, 15:26 Uhr. Ich hörte auf einmal Geräusche von einer Tür, die eingetreten wurde. Ich wurde aus meiner Angst wachgerüttelt durch den Klang von schweren Fußtritten. Vor mir war mein Mann mit blutunterlaufenden Augen, der mich anschreite. Jenna,
packe die wichtigsten Sachen ein und steige ins Auto. Ich sagte kein Wort, als ich langsam aus dem Bett aufstand. Ich ging einen Schritt von meinem Mann weg, während ich ihn anschaute. »Los, beeile dich«, schreit er mich an. Was soll ich einpacken? Ich kam langsam zur Besinnung, als ich mich beruhigte. Von dem Schrecken. »Was ist los?« schrie ich, als ich meinem Mann folgte. Seine rechte Hand zitterte und kämpfte mit den Griffen seiner Tasche, als er versuchte, diese zu nehmen. Dann sagte er, »Wenn du nichts zum Einpacken hast, dann steige einfach ins Auto.« »Versuch nochmal, Frau, wir müssen sofort über die Brücke.« Ich konnte dunkle Blutspritzer auf den Ärmel seines Hemdes sehen. Eintrag Nummer 6. Wo ist die Maus? 14. Juli 2015, also ein Tag darauf. Wer und warum hat die Brücke gesprengt? Sind wir jetzt hier gefangen? Sollen wir Vorräte im Supermarkt holen und zu Hause warten, bis die Regierung kommt? Was sollen wir tun? Ich kann vor uns Schreie hören. Warum randalieren Sie da vorne? Ich habe Angst. Catherine Aniston. So, man kann sich das Szenario jetzt so langsam vorstellen. Man muss zugeben, dass man so den Zusammenhang so nicht so richtig jetzt nachvollziehen kann. Also es scheint ja irgendein Vorkommnis gegeben zu haben mit einem Experiment, was an einen VIP durchgeführt worden ist. Der ist quasi in Rage geraten, anstatt quasi wahrscheinlich geheilt zu werden oder irgendetwas in dieser Art, und hat daraufhin Leute ermordet. Ja, und jetzt wird hier ein Gegenteil. Ich denke, der zweite Teil ist quasi die Frau von dem VIP. Wir haben gehört, wie eben halt der Doktor mit den Wachleuten da eingebrochen ist. Die waren also schon noch im Haus und haben versucht, dann halb zu flüchten. Sie hat wahrscheinlich den Kampf mit den Wachleuten überhaupt nicht mitgekriegt, sondern einfach nur noch wurde dann halb wach gemacht, warum auch immer sie es nicht mitgekriegt hat. Vielleicht war sie auch Teil des Experimentes und er gar nicht. Das kann auch noch sein. Sie haben versucht zu flüchten, haben es aber nicht über die Brücke geschafft. Die ist vorher gesprengt worden, um eben zu verhindern, dass die Krankheit, die anscheinend da ausgebrochen ist, diesen Bereich, diese Stadt verlassen konnte. So. Und jetzt gibt es noch Eintrag Nummer 7, der ist weit in der Vergangenheit, der ist also 2 Jahre vorher, spielt der, am 6. Oktober 2013, 11.30 Uhr. Schön, Sie endlich zu treffen, Doktor. David. Ich grüßte ihn, während seine Visitenkarte auf meinem Schreibtisch lag. Schön, Sie zu treffen, antwortete er mit einem leichten Lächeln, versteckt hinter ein paar Brillengläser, die sein netwirkendes Gesicht verdeckten. Ich bin mir sicher, Sie sind nach hier gekommen, obwohl Sie die Gefahr des Experimentes kennen. Er legte langsam die Unterlagen in seinen Händen weg und schaute auf meine Beine. Ich versuchte, mich nicht miserabel zu fühlen, aber es gelang mir nicht. Ja, es macht mir nichts aus, was passiert, antwortete ich und versuchte dabei, selbstsicher zu wirken. Ich weiß, wie schwierig es für Sie selbst jetzt sein muss, aber ich muss sagen, dass es wesentlich schwieriger sein wird, wenn Sie einmal unser Experiment beigetreten sind. Deswegen biete ich hier gleichzeitig auch Beratungen an. Er schob sein braunes Haar beiseite und schaute mir direkt in die Augen, bevor er weitersprach. Ich möchte als erstes über alles hören, was Sie stört, selbst wenn es etwas ist, was Sie sehen, wenn Sie sich im Spiegel betrachten. Es ist okay, mir alles zu sagen, selbst wenn es Ihnen nebensächlich erscheint. Er lachte wieder leicht. Ich habe oft Albträume über den Tag des Unfalls oder über meine Familie. Ich weiß nicht, ob ich versuchte, selbstsicher zu erscheinen, aber ich ließ meinen Schutz fallen, weil es mir leid tat, dass ich das gesagt hatte. Brauche ich nicht nur einfach beim Experiment teilzunehmen? Ich mag solche Unterhaltungen nicht wirklich. Ich versuchte, das, was ich jetzt gesagt hatte, wieder zurückzunehmen. Das ist okay. Dann beende ich unsere Sitzung heute, indem Sie mir alles sagen, was Sie jetzt so
was jetzt so in Ihren Gedanken vorgeht? Fragte er mich höflich. Ich lehnte mich automatisch zurück und meinte, ich hätte jetzt gerne eine Pizza. Lucy, ich verspreche Ihnen, Ihnen eine Pizza, wenn wir das Experiment erfolgreich abgeschlossen haben. So, was ich jetzt so ein bisschen aus dem Zusammenhang vermute, wie gesagt, ist, dass sie spricht ja von einem Unfall und er guckt auf ihre Beine, dass sie wahrscheinlich aufgrund des Unfalls irgendwie ihre Beine verloren hat oder ähnliches. Ja, die Kamera funktioniert nicht mehr. oder ähnliches. Ich weiß es nicht genau. Und er wahrscheinlich hier aufgrund eines, also sie an einem Experiment teilnehmen soll. Ich vermute mal, dass ihre Beine in irgendeiner Form wieder reproduziert werden sollen. Dass das Experiment es eben ist. Und dass das natürlich entsprechend psychologisch von diesem Arzt begleitet werden soll. Das ist jetzt so meine Vermutung. Ob das tatsächlich so ist, kann ich allerdings nicht sagen. Und mehr Einträge gibt es ja leider in dem Logbuch nicht, besonders nicht aus der Vorzeit. Es gibt ja nur noch den dritten Eintrag, den ich ja auch schon übersetzt habe. Ab diesem Zeitpunkt nahmen wir Zellproben von ihr und zogen Zellkulturen auf, welche wir in andere Testobjekte einpflanzten. Die meisten dieser Fälle zeigten erfolgreiche Ergebnisse. Das heißt, es klingt so ein bisschen, als hätten sie Zellproben von ihr entnommen, warum auch immer. Und haben anscheinend irgendetwas versucht, auf diesem Weg bei dem Experiment eben halt zu heilen. Und das ist anscheinend also ordentlich schief gelaufen. Ah nee, das ist nicht nach, das ist ja Mai, das ist ja auch noch vor dem Unglück. Und das ist wohl anschließend dann ordentlich schief gelaufen. Ich vermute, dass diese Lucy der VIP ist, aber das, was ein bisschen widerspricht, ist ja, dass sie später unterschreibt, ne, mit Catherine Aniston. Also das scheint nicht dieselbe Frau zu sein. Sie hat ja auch jetzt, die Catherine steht ja auf ihrem Bett auf, das heißt, sie hat ja da in der Szene dann ja auch wieder Beine. Oder sie hat den falschen Namen angegeben, oder aber das ist auch das wieder ein Fehler in der Übersetzung. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt ja gerne mal die Geschichte soweit Revue passieren lassen. Und mir einfach mal eure Meinung soweit mitteilen. Ja, also mich würde das natürlich sehr interessieren. Ja, also ich lasse das nochmal rekapitulieren. In den ersten Eintrag ist es ja so, ne, dass da irgendein Unfall passiert ist. 4.17 Uhr ist er ja da in dieses Labor gerufen worden, weil dieser Unfall passiert ist. Er ist daraufhin quasi in das Labor gefahren um 5.43 Uhr. Da sagte er auch so schön noch, der Doktor war bereits an seinen Schreibtisch, ne? Also fragte, was ist los, Caden, bla bla bla, der VIP wird hier ja bald eintreffen, bitte machen Sie sich für die Tests fertig, antwortete der Doktor mit einer leisen Stimme. So, und diese Tests sind ja anscheinend nicht mehr stattgefunden, weil um 8.13 Uhr ne, kommt ja der Eintrag, den ich heute als erstes vorgelesen habe, ne, nehmen sich 5 Wachen und gehen sie zum Haus des VIPs. Ne, und dann, als sie ja da eintreffen, treffen sie ja auf mehr oder weniger auf das Massaker. Und was man aus dem Eintritt von 15.26 Uhr rückschließen kann, ist ja anscheinend, also ist ja 15.26 Uhr, stimmt, ist ja eigentlich quasi ein halber Tag später, aber nichtsdestotrotz, das klingt so ein bisschen, als wäre es eigentlich der gleiche Eintrag. Aber wie gesagt, ich habe zwar alles wortwörtlich übersetzt, aber nur aus einer anderen Perspektive. Ich habe zwar alles wortwörtlich übersetzt, aber so wirklich Sinn machen diese Einträge leider nicht. Man hat so eine Ahnung, was der Hintergrund dieser Story ist. Man hat da natürlich auch sehr stark Resident Evil jetzt in Erinnerung, was ja quasi fast die gleiche Story ist sozusagen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich die Story oder ist es einfach nur schlecht übersetzt? Wird da in Zukunft vielleicht noch mehr implementiert. Ich weiß ja, aber vielleicht haben sie das ja inzwischen, dass ja, wenn man die Schlusssequenz abruft, dass da nichts mehr kommt, dass da die Story fehlt. Vielleicht kommt da die Erklärung sozusagen zu dem Ganzen. Aber Fakt ist, dass wohl anscheinend
die Leute sich alle mutiert haben aufgrund dessen, weil sie von irgendeiner Krankheit befallen worden sind und sich gegenseitig alle umgebracht haben. Außer auf merkwürdiger Weise eben wir Überlebende. So. Ja, das war also jetzt die letzte Folge von Night of the Dead. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr natürlich, wenn wir wiederkommen, das wird hoffentlich, ich habe jetzt schon mit Max heute nochmal kommuniziert, dass er also diese Woche also auch noch nicht aufnehmen wird. Das heißt also, wir werden frühestens erst nächste Woche wieder Aufnahmen machen. Und ihr könnt davon ausgehen, dass ihr dann die Aufnahmen erst in 2 Wochen zu sehen bekommt, weil ich die natürlich dann auch produzieren muss, etc. pp. Ich muss ja auch irgendwie das dann wieder im laufenden Programm eingliedern. Das heißt, ihr werdet jetzt so 2 Wochen auf uns verzichten müssen. Ich möchte aber nichtsdestotrotz mich über die große, große Treue einfach bedanken. Ja, sind ja doch einige jetzt bei den Experimentierphasen, Videos dann wieder auch wiedergekommen. Das finde ich auch sehr schön. Und ja, die Abenteuer von uns einfach weiter begleiten wollen, weil es geht ja jetzt eigentlich nur noch ums Bauen und ums Farmen. Story sind wir ja soweit durch. Und wie gesagt, wenn wir das Gefühl haben, die Base schafft es nicht mehr über die nächste Nacht und wir wollen sie auch nicht mehr weiter erweitern, dann werden wir letztendlich die Flucht auch antreten. Wir haben ja auch alles schon dafür zusammen und alles schon gebaut. Aber solange ihr noch guckt und es uns noch Spaß macht und uns noch Experimente einfallen, werden wir auf jeden Fall die ganze Sache weiter betreiben. Das heißt, wir kommen definitiv wieder. Ich hoffe, in 2 Wochen. Guckt einfach immer auf playerslevel.de in die News rein. Da schreibe ich normalerweise immer, könnt ihr das aktuelle Programm sehen. Ihr könnt immer die aktuellen Neuigkeiten sehen. Das heißt, sobald wir neu aufnehmen, werde ich das dann auch bekannt geben. Und ich werde dann auch entsprechend angeben, ab wann es dann wieder neue Folgen gibt. Weil ich ja schon immer so, ich sag mal, eine Woche vorher normalerweise plane, was da so passiert, wenn ich das irgendwie hinkriege. Außer jetzt aktuell aufgrund der, ja, doch auch für mich eher ungewöhnlichen Situation. Ja, auch klar sagen, ich habe ja leider auch in den letzten 3 Monate 2 Verluste durch Corona leider erleben müssen und betrifft ja jetzt, ist zwar nicht Max passiert, aber ist mir passiert. Aber ich sag mal, the show must go on und ich finde das für mich persönlich eher Therapie, sozusagen jetzt mit euch zusammen hier die Spiele zu erleben. Also von daher, aber jeder ist halb anders. Ich kann dafür keine Musik, konnte sehr lange keine Musik mehr hören. Ne? Das war irgendwie, konnte ich damit in meiner Trauer nichts anfangen, aber jeder verarbeitet es halb anders und ich bin mir sicher, und das habe ich ja heute schon in der Reaktion von Max gesehen, dass auch er bald wieder auf dem Damm ist und bald wieder hier ist und wir zusammen für euch Night of the Dead weitermachen können. Also ich sage bis dahin und ja, fühlt euch alle gedrückt da draußen, schaut in den anderen Let's Plays rein. The Forest läuft gerade, es war ein altes Spiel, aber viele von euch kennen es ja. Es waren auch einige von euch da draußen, die sich das gewünscht haben, dass wir das mal nochmal spielen würden. Ihr könnt es also seit ungefähr, glaube ich, 2 Wochen könnt ihr das sehen auf dem Kanal. Gucken leider nicht so viele rein, wie es sich gewünscht haben, aber es wäre schön, wenn sich mehr Leute da auch reingucken würden. Und ja, und ab morgen startet dann Green Hell. Es wird 2 Tage, wird die Vorgeschichte quasi geben, das wird ein Solo sein. Und ab Samstag gibt es dann die Multiplayer-Folgen. Da haben wir auch schon ein bisschen was im Voraus aufgenommen. Das haben wir jetzt mal ganz schnell quasi gerendert und hochgeladen und sind dabei, die Folgen alle fertig zu machen für euch. Also Programm steht jetzt, glaube ich, bis Samstag. Und ich hoffe, dass ich bis Freitag weitere Folgen hochgeladen bekomme, sodass ihr quasi nahtlos in das neue Let's Play reingehen könnt. Und würde mich freuen, wenn ihr natürlich da auch mal vorbeiguckt. Ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll im Gegensatz. Also geht in eine ganz andere Richtung, geht in eine reine Survival-Richtung. Mit eher zurückhaltend Baseball, aber auch. Gibt es dann auch. Nächste Woche werdet ihr dann noch Baseball in dem Spiel sehen. Lohnt sich also viele Leute, die sich für Baseball interessieren, auf jeden Fall auch da rein zu gucken. Ist auf jeden Fall ein komplett anderer Ansatz, als es bei 7 Days oder bei Night of the Dead oder bei Scum eben halt gibt. Wieder was komplett anderes. Oder bei Forest. Mit Forest hat es eher Gemeinsamkeiten als mit den anderen Spielen. Von daher, für die Leute, die Forest mögen, das sind doch einige da draußen, die sollten da auf jeden Fall reinschauen.
So, ich rede mich mal wieder um Kopf und Kragen und von daher, ich ende jetzt mal. Bis dann. Tschüss.